Okay, dann gucken wir uns mal den 42-Minuten-Brecher an. Die Lara und Stegi, die komplette Story. Alles, was ich bis jetzt verpasst habe. Oh mein Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachdem ich schon die ganzen letzten Wochen Stegi und die Lara-Content rauf und runter geschaut habe, habe ich mir überlegt, dieses Video für die Leute zu machen, die bis jetzt nicht das Vergnügen hatten. Also habe ich mich noch tiefer in die Psychose reingearbeitet. Wenn irgendwelche Leute auf meiner Schule dieses Video sehen, Digga, Danergy hat ja ganze Album gemacht, Bro. What the fuck, Junge? Holy shit. Digga, Danergy aber wirklich mal aktiv die neuen YouTube-Uploads gerochen. Scheiße, ey. Ja, das hab ich mitbekommen, Rev. Okay, es geht los. Staffel 1. Begonnen hat es damit, dass Stegi mal wieder im Stream den Hitsong von Die Lara gehört hat, als sie plötzlich im Chat auftaucht. Digga, immer. Der Mann macht das immer. Think about me, ich fahr Autos seit 4 Jahren. Danke für den Gift und hier WhatsApp. Oh, stop to die Lara. What the fuck? Ja. Okay, das skip bis zu 10, skip bis zu 10 Minuten. Das ist der Prolog. Stegi hat und hier ist erster Stream. War so cooler Content. Will ich das nicht noch sehen? Aber er hat seinen Hype komplett verdient, Fields, okay, Mann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese, ich sag ehrlich, diese die Lara Stegi-Psychose, es ist nichts gegen die beiden, aber ich kann's nicht mehr hören, Bro. Es ist alles darüber, fuck mich nur noch ab. Aber Stegi, unfassbare Atze. Und die Lara auch ultra korrekt, wie sie mit dem Ganzen umgegangen ist. Sei den beiden sehr gegönnt, you know? Ohne Scheiß! Du musst, kennst du Kevin? Der ist voll Fanat in den Song. Okay, das letztens mich so angelabert und gesagt, Digga, das ist ja. Das alles, was passiert ist, als ich noch da war, oder? Oh, kennst du so deutsche Shigo? Hat seinen Song nochmal gezeigt, hat gesagt, er kriegt ihn nicht mehr aus dem Kopf. Dem schickt er mir immer Sprachnachrichten mit Hup Hup. Ja, das ist Kevin, verrückter Kerl. Hup Hup. Erster Kontakt. Dass damit die Scheiße angefangen hat, boah, ist so dreist, wirklich. Kontakt und direkt am Lügen. Aufbauend darauf wünscht er sich eine One Thing About Me Version für Papa Platte. Ja, ich habe die Lara Sprachnachricht, habe ich auch noch nicht angehört. What? Ja, die hat mir geschrieben. Das ist Sprachnachricht. Ich habe Großes vor. Ich werde ihr erzählen, dass du so großer Fan bist. Nein, oh mein Gott, das ist so cringe. Das ist so cringe. Bro, das ist einfach nur eine TikTok. Boah, hätte ich in dem Moment gewusst, was für ein Riesending daraus wird. Ich glaube, ich hätte mir einfach offline gegangen. Kannst du nicht erzählen, dass ich seit 3 Jahren Durchfall habe und dass sie da einen Song machen soll? Achtung. Er hat Durchfall seit 3 Jahren. Eines Tages wollte er zu Mascha fahren. Jemand hat den Song schon gemacht? Oh, Gott. Wir mussten den ja erstmal so texten. Der ist noch nicht perfekt. One thing about him, er hat Durchfall seit 3 Jahren. Eines Tages wollte er zu Mascha fahren. Oh Gott, ich war so froh, Stegis Stimme so lange nicht zu hören. Oh mein Gott. Es wäre voll funny, wenn sie den Song, den Stegi ihr schicken wird, nochmal aufnehmen würde mit ihrer Stimme. Ach, du meinst die Lara, von der du mir erzählt hast. Ja, genau. Ja. Das wird so, okay. Stegi auch einfach dreist immer alles am Leaken, ne? Er macht immer Screenshots. Oh mein Gott. Also diese Rap-Sache habe ich ja an sich gelassen, aber it's never too late for a comeback. Sie ist dabei! Schick mal, ich bin echt gespannt, wie dein Song. Die Lara ist so hundertprozentig so dieses Mädel gewesen, was so ein Stück zu viel Accent im Englischunterricht hatte. It's never too late for a comeback. Und ich so, Bruder, komm, ey, wir sind 7a. Wir sind in der 7a gerade, haben bei Frau Bauer gerade Englisch. Können wir einfach mit deutschen Allmann-Exen sprechen alle, what the fuck? Meine One Thing About Me Song. Die Lara, sie weiß nicht, worauf sie sich einlässt. Das ist echt funny. Nein, wir haben das ja nochmal umgetextet, weil, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, ihr das so zu schreiben. Die hasst das. Bro, du kannst ihr nicht so einen übervulgären Text schicken, das geht nicht. Da bin ich auch immer so verantwortungsbewusst, oder nicht? Ja. Das war Text. Noch nicht alles, denn der blinde Clown ist beschäftigt mit Thumbnails, roter Content-Clown. Ja. Versucht hat er es mit Text, aber es wurde nichts draus. Dann ist nichts passiert und Kevin hat fast seine Karriere beendet. Kevin hat fast seine Karriere beendet, wegen Clipverbot in Edits. Und dann hat er es doch erlaubt und Cracks. Checkt ihr von wo wir sind? Wir sind von, meine Karriere war fast zu Ende und ich hatte nur noch 4.000, 5.000 Viewer bis hin zu, wir hatten heute schon im Intro-Screen 12k. Digga, started from the bottom,
Now we're here, dann waren wir wieder am Bottom und jetzt sind wir wieder hier, okay? Easy. Drei war gerettet. Easy. Oh, wir müssen sie dazu bekommen, dass sie das macht. Das ist krass, oder? Oh mein Gott, das ist krass, ja. Yeah. Da, ihr seht, was ich sehe. So das. Bruder, was ist das für ein Texture-Pack? Ey, wirklich, ne? Ich kenne niemanden, der Themen so ausschlachten kann, wie es Stegi tut. Es ist einfach nur krank. Bruder, wie kann man... Alter, das ist wirklich crazy, Bro. Ich habe so die Kommentare gelesen vom Podcast mit Stegi und es haben so viele Leute so geschrieben, Update, es ist jetzt 21.20 Uhr, er guckt immer noch den Podcast. Und dann so, Update, es ist 0.30 Uhr, Stegi ist jetzt fertig mit dem Podcast. Bro, Lil Bro hat einfach aus einer Stunde irgendwie 4 gemacht oder 3 oder so. What the fuck? Ich sage, okay, vom Ding her, ich sehe das gerade. Er hat 6 Stunden gebraucht. Oh mein fucking Gott. Crazy. Währenddessen, ich gucke auf mein Handy. Lass mal gucken, aber ich glaube, wenn, dann lass doch sowas, keine Ahnung, im Livestream oder sowas machen. Ich wollte sowieso auch bald mit Twitch anfangen. Oh. Dass ich das nicht alles... Digga, die Lara ist so krass geplayed einfach, ne? Das ist so five and stuff. Einfach anfangen zu streamen in dem Moment. Das ist so... Das ist so smart. Alleine in meinem Zimmer da selber machen muss. Sie hat fast Seeker-Sub. Livestream. Hä? Ich hab gesehen, dass die Lara war irgendwie die Top-Streamerin der Woche oder des Monats oder sowas. Irgendwie. Es gibt ja diese Charts immer von den Stream Awards. Aber sei ihr gegönnt, ist ja. Scheint ja eine Nette zu sein. Ja, ich zeige mich nicht! So was könnte ich mir vorstellen. Bro, what the fuck, mach! Liegt dein Face! Nein! Dein Face dafür. Nein, ich bin besser Wingman, Bruder! Passiert, was willst du machen? Ja, wir müssen. Jetzt sind wir zu tief drin, jetzt müssen wir das machen. Digga, das wäre aber funny! Wir machen einfach die ganzen Sachen, diese ganzen bösen Sachen, die du dir vorgenommen hast, bei so E-Paul. Machen wir einfach mit ihr, weißt du? Ja, wir so Codenames gegen sie. Ja, er lacht und dann hat er nicht mit ihr irgendwie Minecraft gespielt oder so? Nee, so richtig asozial. Irgendwas war doch, das werden wir sicherlich gleich noch erfahren. Wir beide gegen sie. Oh mein Gott. An welchem Tag wurdest du nochmal auf? Wann kommt jetzt endlich diese Version? Dann war erstmal Funkstelle bei r/plays. Oh nein, der Shigo-Incident. Oh Gott. Oh Gott. Das Ding mit Shigo, ha? Ey, das wussten wir vor Real. Hold your pixels! Alles Ding gewesen. Ey, das ist jetzt echt ein 3 Minuten noch, da greift der an! Achtung, das war das Original. Mal, oh mein Gott, wirklich Crested vom Streamer Papa Platte. Hier mit einer Kollaboration von Rubius und Stegi. Ich habe auch Kevin gesagt, eigentlich geht das nicht. That should be art. That should be art. Make more art. Das wäre ein bisschen weird. Ey, da nochmal Shoutout an den Typen, der das hier editiert hat. Der hat den einen Satz gefunden, den Stegi gesagt hat, in der 42-minütigen Discord-Konvo, die wir hatten mit den Spaniern und den Portugiesen. Mega geil. Aber der Ladensepp, so nennen wir den immer. Er hat einfach gedacht, er möchte das und dann hat er das gemacht. Der Ladensepp. Okay. Und das war, ja, r/place. Jetzt sag ich, soll nach Twitter-Likes fragen. Nein, das ist cringe einfach. Ich check das nicht. Du musst ganz früh lernen, glaube ich, dass wenn die Leute im Chat dir irgendwas so schreiben, dass es meistens Bullshit ist. Ja. Soll ich nachschauen? Nee, also... Ich glaube echt nicht. Das passt echt. Ey, es gibt jetzt ein Update, oder? Du kannst jetzt bei Twitter deine Likes hiden. Dann, ja. Ich hätte lieber nicht schauen sollen. Oh mein Gott. Um es zu erklären, immer wenn wir Minecraft spielen, der verliert, muss was Unangenehmes machen. Und Kevin hat dann gesagt, ja, ich will das halt machen. Und deswegen schreiben die das und deswegen finden die das auch so funny. Aber gleichzeitig kann ich halt auch unangenehme Sachen von Kevin, könnte ich jetzt zeigen. Aber ich bin nicht so ein Arsch. Ich würde sowas jetzt nicht über Kevin zeigen. Was willst du von mir zeigen, Bro? Erste Call konnte so ja nur unangenehm werden, oder? Lara Call, nein, die hat ja gerade so viel zu tun. Die Klausur, die dir heute geschrieben hat, muss ich jetzt verarbeiten vom Ding her. Deswegen, wenn du willst. Minecraft, so SMP-Server, so Multiplayer, das wäre cool. Ja, das können wir echt sehr gerne machen, wenn ich alles fertig mit eingerichtet habe. Also ich glaube, das Smarteste wäre, wenn man was zusammen macht, einfach nur wegen Cross-Promo. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich wäre das Smarteste für sie, wegen Cross-Promo, oder? Bro, Stegi will einfach was vom Hack abhaben. Bro, dieser Hund. Noch ein bisschen locker. Okay, ich glaube, ab hier habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen, oder?
Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich los bin. Wenn ich so nicht ganz alleine vor der Kamera bin, sondern halt. Also das kenne ich noch nicht. Andere Frage. Fiel es dir schwer, die Sprachnachrichten aufzunehmen, die du mir geschickt hattest? Nee, weil ich dachte ja, dass sie nur an dich gehen. Okay, das war ein Trugschluss. Kannst du mir das einmal vorsingen, bitte? Nein, auf gar keinen Fall. Gott. Chat, soll mir das einmal vorsingen, oder? Nein. Mach, doch, bitte, mach. Boah, sie hat es aber auch perfekt geplayt. Sie hat es wirklich perfekt geplayt, einfach. Insane. Oh. Bin ready. One thing about me, ich fahr Auto seit 4 Jahren. Eines Tages wollte ich in den Club fahren. Oh, danke, dass es weggeschalten wurde. Oh mein Gott. Zu dieser Zeit war die Lara aktiver Stegi-Viewer. Die Frau weiß nicht, dass sie für Content Abuse ja. will. Doch. Weiß sie. Die hat heute den ganzen Tag diesen Stream angeschaut. Bro, ich check's nicht. Wie schafft sie es immer noch, deinen Stream anzugucken? Bruder, ich glaube, du kannst sagen, yo, hey, Leute, herzlich willkommen zum Stream. Ich habe heute 5 Kriegsverbrechen begangen. Und du könntest normal weiter streamen und sie würde immer noch deinen Stream gucken. Ja. Yeah. Kevin hat so einen Crush auf dich, dass das jetzt so mäßig ist. Bro, ich habe eine Freundin, was willst du von mir? So weird, Alter, warte mal. Ich will mich von ihm distanzieren. Oh mein Gott, Bro. Ah, das habe ich auch noch alles gesehen. Oh! Alter! Oha! Yeah! Hallo! Hallo, ihr beiden! Bruder, wir sind erst 7 Minuten, 8 Minuten in. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das sind die Sachen, die ich mitbekommen habe. Ja, ich schreie, dass man mich besser hört. Hey! Ich bin ja so fucking kacke. Oh mein fucking Gott. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Oh Gott. Oh, Denachi! Alter! Ich würde gerne eine Stunde einen Song über dich schreiben. Hast du Bock? Oh mein Gott! Let's go! Was, wenn ihr kurz eine Choreo dazu macht und ich schneide das rein? Wenn du uns den Song gibst. Ich bin sehr gespannt. 3, 2, 1, los! 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Warte kurz, Stegi. Irgendwas fehlt. Jetzt bitte! 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Stegi! One thing about me, ich war auch seit 4 Jahren. Eines Tages wollte ich in den Club fahren. Digga, Denergy Essence Auszahlung diesen Monat muss der Hammer gewesen sein. Alter! Digga. Den Denergy Pain Check hätte ich auch genommen. Checkt ihr das? Crackspy, der fucking Wichser, in seinem ersten Monat, und da war ich sogar weg, das heißt, er konnte keine aktuellen crazy Clips machen, in seinem ersten Monat mit Monetarisierung verfickte 10.000 Euro Essence gefarmt hat. Bro, what the fuck? Mein Gott! Das ist so krass. Hat sie doch auf ihrem TikTok hochgeladen? Hat sie sogar hochgeladen? No way. Guck mal, Macherin. Yeah, Alter. Der Song wird sicherlich nicht noch öfter gehört werden. Ich höre mir jetzt nicht 2 Stunden den zweiten Call an. Da schaue ich lieber das. Methan. Was ist das? Methan. Opan. Na ja, klar. Einfach weiterschlafen. Nachher mit der Vorlesung und dann weiter. Also. Nun konnte mit der, keine Ahnung, was das ist, Bro, der Streaming-Karriere von Dilara durchgestartet werden. Ja, aber wie cool. Wie cool das aussieht. Sorry. Yeah. Bro, das ist jetzt schon professioneller als alles, was ich hier hatte. Ja, ist nicht schwer, Bro. Digga, ich bin so ein verfickter Null-Viewer-Streamer bald. Digga, ich guck gleich meine... Ich glaube an dem Tag heute, wo ich online gekommen bin. Eltern eigentlich nicht, wir müssen Ausbildung. Ich muss in die Ausbildung, ich glaube, ab jetzt wieder, ich glaub, ja. Ich muss Wohnung verkaufen. Ja, ab jetzt. Hallo. Oh! Hört ihr mich? Ja, voll gut. Ja, das ist voll richtig gute Qualität ohne... Oh, guck mal! Ich kann nicht. Und ich wette, Stieg reagiert gerade hier drauf, singen. Ja, was auch sonst, Bro. Der Mann hat absolut keinen Content. Jedes Mal, wenn ich seinen Stream eingeschaltet habe, hatte er gerade irgendeinen anderen Stream laufen von irgendwem. Hi, Stegi. es macht mich nur noch nervöser, dass du hier drauf reagierst. Nein, tun wir nicht. Tun wir doch nicht. Der guckt jetzt an, Stufe 11. Sie sagt auch nicht einmal Danke, ist ja egal. Das ist einfach nur Taschengeld, was da reinkommt. Ja, ist so. Ist ja egal. Wenn einfach auf keinen Sub eingeht, ist chillig. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe das gar nicht. Bruder, sie kriegt so Millions. Oder? Bro. Habe ich schon einen Sub gemacht? Hi. Hallo. Und, was sagst du zu deinem Streaming-Debüt?
Scheiße, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die hören dich nicht? Mhm. Oh, wie ist mach nicht, ich das? Ist nicht schlimm, die wollen mich nicht hören. Doch, die wollen nicht hören. Ist okay. Oh mein Gott! Das war erst der Prolog! Oh Gott! Okay, bis hierhin. Also bis auf das Ende mit dem Stream habe ich alles mitbekommen. Jetzt geht's rein anscheinend in die Psychose. What the fuck? Nein, 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 Bruder. Stegi. Chat, es ist so. Nein, 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 Bruder. Ach, Stegi. Oh, wie schießt er weg? Bruder, wie kann man so krank out of content sein? Ey. Ach, oh, wie schießt er weg? Wie kann man so krank etwas out of content sein? Ist das scheiße, ey. Dann würde ich sagen, ich baue. Mein okay, Bett, sie haben so in Minecraft gespielt. War das, der, war das auch ihr erster Stream? Du dein Bett hinbauen, wo du möchtest. Ja, du musst so... Ah, oh, ja, nein, okay. Jetzt steht das blöd. Ja, egal. Okay. Hm, egal. Du kannst es sozusagen abbauen und dann nochmal platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auch. Okay. Cool. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Was machen wir jetzt? Nein. Ich habe mich extra für was um was gekümmert, ne? Aber behalte es in Ehren, okay? Ich glaube, das habe ich bei TikTok gesehen. Er setzt jetzt das Bett neben sein Bett, oder? Oh, eine Blume! Die ist für dich. Na klar. Danke dir! Die ist für dich, die habe ich extra für dich oder ganz weit hinten gerade geholt. Ja, die hast du hier geholt. Nein, genau hier. Nein, habe ich nicht. Du hast so gemacht und dann bist du da drauf gegangen. Hast du die mir gerade geschenkt? Oh, nein. Willkommen zurück. Oh, ist das cringe, Alter. Oh mein Gott. Bro. Dankeschön! Stegi war gemein. Stegi hat uns beleidigt. Was? Nein. Was gemein? Ich hab dir meinen Chat überlassen und du hast die beleidigt? Nein, meine nein, Babys? Nein, hab ich nicht. Hast du meine Babys beleidigt? Nennst du sie Babys? Stegi war fies. Du hast sie nicht so gut behandelt, glaube ich. Es ist halt die Babys. Revierverteidigung. Ey, dankeschön, der krasse Stuhl. Ich sag euch so, wie es ist. Meine Theorie ist, Stegi hat einfach eine zu nette Stimme. Deswegen kann er sich mehr erlauben als andere Leute. Das muss das Geheimnis sein. Vielen Dank für die zwei. Er hört sich zu nett an. Tier 1 Subs. Oh mein Gott, es ist 4 Uhr. Es ist fast 5 Uhr, Stegi. Ja, okay, haben die bis 5 Uhr gezockt zusammen. Her, oder? Ja, nur weil du jeden Tag bis 6:30 Uhr online bist. 30? Jeden Tag? Die haben, oh Mann, die haben jeden Tag, haben die ganze Zeit zusammen gespielt. 36. Die arme Frau. Ewigkeiten im Stream, du hast echt ein Talent dafür, gell? Stegi spielt mit Dinara Valo, unsympathisch TV. Oh mein Gott. Okay, der Clip ist es nicht. Oh mein Gott, okay, wir sollten vielleicht nicht gucken. Okay, vielleicht sollten wir es nicht gucken. Doch, gucken wir. Wieso? Ich Chat schreibt gerade lieber nicht. Er läuft ins offene Messer. Oh mein Gott, jetzt schauen wir das erst recht. Nicht ihr zeigen. Also, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß so viel über ihn. Warum schon alle People ab? Was ist passiert? Streamt so oft. So angetrunken und so. Das ist so ein Ding von ihm. Jo, ach so. Sascha immer. Sascha streamt immer auf Perkies. Ich check's auch nicht genau. Und deswegen könnte es halt echt sein, dass egal was er sagt, das glaube ich echt mit Vorsicht zu genießen ist. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was er sagt. Aber reitest du ihn jetzt genauso in die Scheiße, wie du versucht hast, Kevin in die Scheiße zu reiten? Danke, Mann. Der arme Mann, wirklich. Ist so. Du hast ihn dargestellt wie so ein Monster. Ja. Dabei ist Stegi das Monster. Aber das checkt die Lara irgendwie noch nicht. Kevin? Ja. Ich habe Kevin voll lieb dargestellt. Das dass Stegi. Ich reingezogen werde in die Thematik und als angetrunkener Streamer dargestellt werde, obwohl ich von Alkohol meilenweit entfernt bin, ist eine bodenlose Frechheit, okay? Ja, aber das hat ja gut geklappt. Ey, du musst dir auch mal ein bisschen Rücken geben, oder nicht? Nein, du, was du machst, du baust ein Haus aus Karten voller Lügen und wenn das Ding einstürzt, dann ist Feierabend. Dann kommst du ja aus dem Erklären gar nicht mehr raus. Naja, doch. Hallo? Naja, auf jeden Fall. Ja, wenn du das mit dem Alkoholproblem irgendwie in den Griff bekommst, wäre es echt cool, Sascha. Ja, und danke nochmal fürs Abschreiben lassen damals in der 8. Ne? Ey, ohne dich hätte ich den Kurs nicht bestanden. Ich sag dir so, wie es ist. Ey, Mann. Die 2 in Mathe hat mich so gerettet. Hallo, Sascha. Hallo, ach, du bist da. Wochen. Ach, du bist echt wieder da. Ja. Oh, ach so, okay. Oh mein Gott. Ey, und danke nochmal, dass du mir den Kontakt zu Crow hergestellt hast, dass ich zum Konzert gehen kann. Yo, klar. Okay. Ey, ich muss jetzt auch los, ne, die Jackie-Flasche neben mir wartet. Ciao. Ciao, ciao. Yes.
Oh, ich liebe Sascha, Mann. Ich liebe Sascha. Sascha okay. gewesen, ne? Ich kann nicht. Ich das Jungs, ist so ey. Gut. Ich bin's, die Lara. Bruder, was zum Fick ist das? Hey, Leute, folgt mir mal alle. Wir spielen heute ein bisschen Only ab. Und dann müssen wir noch gucken, was wir machen. Oh, soll ich einmal Haare grün färben, Chat? Den Rest schwarz. Nee, ich finde, schwarze Haare sehen überkacke bei mir da aus. Gib dir mal ein cooleres Outfit. Ja, das Outfit ist echt ass. Was für ein Problem hast du mit meinem verdammten Opfer-Outfit? Jawoll. Mach bitte Chrissy raus aus dem Overlay und die Lara rein. Geht das? Ist nicht an der Zeit loszulassen? Oh, denkst du? Wird sich so freuen vor Reed. Na doch, ihr habt schon... Ey, eventuell habt ihr wirklich recht. Naja, eigentlich der Gag ist gerade, dass ich das Bild nicht, gar nicht mal hätte neu screenshotten müssen. Achtung! Die Magie findet statt. 3, 2, 1. Ciao, 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 Chrissy. Erstmal Pause für dich. Es ist perfekt. Digga, er hat sie einfach übermalt. Er hat sie nicht mehr einfach ausgedrückt, er hat sie einfach überkritzelt, Bruder. Was ist das denn? Es ist perfekt, Chat. Und ihr wisst das auch. Oh, es ist Liebe. Gott. Es ist perfekt. Also ich fick deine Moms auch schlimm, aber... Wow, oh mein Gott, jetzt wow, hab ich sogar gesagt. Wow, 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 wow. Oha, Abo. Okay, 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 chill. Guck dir, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu aware ist, die Thematik. Aber das Wort Hurensohn erinnert mich an diese Konvo da, von der ich vorhin erzählt habe, wo der eine Guy meinte, dass für ihn irgendwie Hurensohn und die N-Bombe auf einem Level sind, Bro. Irgendwie sowas in dieser Richtung wurde gesagt. Holy shit. Holy shit. Abo, die sind alle wach geworden. Der Paar sind eingeschlafen im Stream. Die haben das gerade von dir gehört. Habe ich das gerade richtig gehört? Was? Natürlich braucht er aber nun auch die Lara einen Song von Denergy. Leute, das ist der Track. Denergy. Ja, ja, ich weiß, ihr seht als auch ich war ein Feature-Gast. Ich habe für euch gerappt. Ich habe für sie gerappt. Ihr wart mir scheißegal, ihr jetzt Ficker. Jetzt seht ihr was. Aber ich habe für sie gerappt. Du lässt dich leider viel zu schnell manipulieren. Guess, guess. Ich stell dir jemand vor, der Junge hat dich studiert. Ey, jawohl! Oha! Ich wusste, es war Spaß, doch du wirst damit verarscht. Ich dachte, dass du mich magst. Die Lara nehme ich in den Arm. Dein grünes Haar raubt mir nachts den Schlaf. Alter! Hart! Voll ist gut! So krass, Alter, das oh ist so Gott, gut! Ist so gut! Und dann dieses Feature? Ja, ja, guck mal, mich meint sie! Dieses Feature? Ja! Ja! Ich meine sie! Das hat Stegi gesungen! Ja, guck mal, die ja, da hat Denergy aber wahrscheinlich und der Produzent auch nochmal ordentlich, da mussten die wahrscheinlich, die haben Nächte durchgearbeitet dafür, damit sich das einigermaßen hörbar anhört. Die haben da sich richtig viel Mühe gegeben. Glaub's nicht mal! Das ist so gut! Doch Denergy hat nicht den einzigen Song gemacht. Okay, Chat schreibt wird unangenehm, ich habe keine Ahnung, was er hat jetzt noch einen gemacht. Chat schreibt, lass es lieber, ich hab so Angst gerade wieder. Die sagen alle, lass es lieber, bitte nicht. Ja, sei mal einmal bitte leise, ist die Lara da. Also glaub mir, wenn ich sage, sie ist eine Mörderbraut, rappen kann sie wie im Traum und sieht dabei auch noch gut aus. One thing about me, fuck ein Auto seit 4 Jahren, aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Okay, sich, cool. Was hinter dieser Maske ist, 100 Kilo Standgewicht, ein Mann so wie man ihn sich will, braungebrannte Männerarme, guter Duft von Versace, hör gut zu, was ich dieses... Gab es schon einen Song von Lukas, der Rapper? Weil das, ich finde, der ist auf der wäre auch noch auf der Liste. Nein? Ah, okay, schade. Sage 10 von 10, keine Frage. Oh mein Gott, dieser Mann ist so ein Baller, eine Mio auf der Bank hat er locker. Wenn nicht du, dann niemand anders. Stegi wartet darauf, bis du ihn bekannt machst. Und immer dann, wenn es nach oben geht, oh kommt dieser God. Mann und er schafft die Erinnerung. Oh. Egal was passiert, er bleibt motiviert und schreibt sich dein Namen ins Gedächtnis. Ja, und die erste Nacht hat er es direkt geschafft. Auch bei diesem Bro, auch wenn es übelst die Psychose ist, ich hab's echt vermisst, alles, Mann. No joke, endlich wieder hier zu sein. Oh Gott. Am Start hat sie nichts dazu gesagt. Lächeln hier, lächeln da. Nicht mehr lang, dann sagt sie ja. Aber ehrlich, also. Ja? Mach weiter. Not gonna lie, es ist schon wieder ein Banger, muss man sagen. Auf den Text jetzt nicht eingegangen und die ganzen Bilddinger. Ich fand's textig, also war halt. Ja, aber natürlich musste Stegi aber auch die Laras Eltern kennenlernen. Sag, ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen. Sag Papa, komm. Nein. Digga, nein. Was? Ihr Vater kommt... Ach, das ist doch gar nichts. Was?
Komm nochmal her. Die wollen, er will kurz mit dir reden. Sag mal hallo. Hallo, hallo Vater von die Lara. Was du? Hi, hi. Es ist schön, schön. Oh, der Mann weiß gar nicht, was abgeht. Der Arme. Wie sie das macht, oder? Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Das Gespräch wird jetzt so lange dauern, weil er lässt sich nie wieder los. Ja, Bro, ja. Digga, der wird jetzt erstmal schön reingestallt in 4 Stunden Talk. Und immer wenn er geht, wird er so, ja, ich geh da mal. Nee, bleib doch noch, oder? Du musst bis 6 Uhr in der Früh mit ihm streamen. 6 Uhr in der Früh, nee, so viel Zeit habe ich nicht. Ja. Also dann. Die Lara schon. Viel Spaß euch. Oh, jetzt schon gehen? So schnell geht das bei mir. Seht ihr? Oh mein Gott. Nein! Ja, du hast es nicht geschafft zu stallen, oder? Meine Mama hat schon geschrieben, schrei nicht die ganze Zeit rum, benimm dich. Das ist nicht mein Einfluss, wollte ich hier nochmal gesagt haben. Mir ist nochmal wichtig, dass du nochmal wiederholst, dass ich damit nichts zu tun habe. Stegi hat damit nichts zu tun. Das ist Stegi gut. Stegi ist unschuldig. Heute guter Einfluss. Was ist das? Guter Einfluss, hilfsbereit, lustig und... Ja. Bisschen mein Mentor. Erklär nochmal das mit Mentor genauer, glaube ich. Halt, dass du mir immer hilfst, wenn ich irgendwelche Problems habe. Die beiden vereinen auf den ersten beiden Plätzen. Ja. Oh! Die beiden vereinen auf den ersten Junge, fastest growing, Alter. Stegi und die Lara. Die beiden Plätzen. Wie strong! Was muss dein Traummann haben? Humor. Muss ehrlich sein. Was ist dieses Editing? Treu. Unternehmungslustig. Okay. Okay, wir sind am Arsch. Ja. Wir sind komplett gefickt. Hast du gesagt, dass niemand sich für die Lara interessiert? Ja, Digga. Weißt du, wie mein Chat momentan seit 2 Tagen aussieht? Wie? Digga, jeder schreibt mir irgendwas rein, was in deinem Stream läuft. So, genauso damals wie bei dir damals. Scheiße. Oh, das ist das Schlimmste. Gönnst uns unser Glück. Ja. Würdest du, wenn es irgendwann zu einer Trauung kommt. Oh Gott, Bro, Stegi. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich glaube, dass Stegi actually selber denkt, dass es nur Gag ist, aber er weiß tief in seinem Inneren, dass es kein Gag ist. Stegi ist so jemand, der so unironisch beim ersten Date ich liebe dich sagt. Checkt ihr, was ich meine? Oh Mann, ey. Wärst du dabei? Was ist das? Trauer? Nee, das ist was anderes. Also egal. Würde ich nächste Woche deinen Tesla bekommen für so eine Spritztour? Oh Gott, darfst du? Ich durfte auch dein Auto fahren. Nein, ja, aber ohne dich, das ist ja das Problem. Ja, ich weiß, um die Lara abzuholen. Ich habe irgendwie gesehen, dass Hugo seinen Tesla verbeult hat, der Hund. Digga, du bist der geilste Typ der Welt, ohne Scheiß. Aber nix dreckig mache. Da sind das so ähnlich weiße Sitze und so? Die Soße, die dringt ein, checkst du? Von die Chicken Soße? Nuggets? Ja, genau. Du wirst da drinnen dir bald einen abmelken, oder was? Sowas von, Digga. Wohin und dann Abfahrt. Und dann Abfahrt. Alter. Krieg ich so ein Vorher-Nachher-Bild dann? Von den Sitzen? Ja, einfach so. Oder auch von dir dann generell. Okay, du kannst aber auf dem Monitor vom Tesla nichts abspielen. Was zum Fick gucken wir gerade. No fucking way. Okay. Meint ihr, Hugo wird diese Autofahrfunktion benutzen und sich auf der Autobahn einen Jackson? Oh Gott, er wird das tun, oder? Okay, dann will ich davon ein Bild haben, wie auf der Mittelkonsole so ein richtig geiler Hentai-Porno läuft. Einfach, das will ich sehen. Alter, und die Boxen dabei, boah, Alter. Ey, die werden jetzt so ins Ohr schreien. Oh, das ist echt geil. Würdest du die Melkung erst nach der Gamescom oder vor der Gamescom machen? Boah, Weg dahin. Okay, also würde ich dann mit einem vollgemelkten Auto dann sozusagen rumfahren? Oh mein Gott. Du bist ein Macher, Mann. Krass, nee, ich wollte... Hat sie das alles gesehen, oder was? Hat sie drauf reacted live, oder wie? Ich muss sie jetzt in Schutz nehmen. Oh Gott. Und wenn man schon... Ich liebe Stegi. Oder liebe die Lara zueinander sagt, wird es immer Feinde geben, die den Plan zerstören wollen. Willi und die Lara folgen sich seit dem Tag und der Mann ist heute zufällig in München. Okay. Ja, aber ich sag mal so, Willi ist auch ein Macher, ne? Gegen Willi hast du keine Chance. Voila, genau das hätte ich jetzt auch gerade gesagt. One thing about me, als ich in Rom war. Oh, der Downfall. Okay, Billy. Was hast du ihr jetzt erzählt, Billy?
Oh mein Gott, oh ey. Gott, ja, ist so. Okay, damit bekommt er sie nicht. Nee. Was hat er geschrieben? Haha, hey, wie geht's dir vom Ding her? Haha, hey, wie geht's dir so vom Ding her? Und wie sieht Stegi aus? Oh, shit. Ach, weiß auch keiner, so ein Basti-Ding. Oh, nee. Die Lara und Stegi, kennen die sich persönlich aber oder auch nur übers Internet? Ich weiß nicht, kannten die sich da schon zu dem Zeitpunkt? Weil ich habe dieses Bild gesehen im Fahrstuhl, wo irgendwer dann das Gesicht von Chef Strobel drüber editiert hat. Nein? Okay. Internet? Oh. Junge, Stegi ist so ein perverses Schwein. Ja, komplett. Komplett. Hey, Quatsch, wenn du Bock hast. Ja, okay, klar, ey. Guter Mann! Ey, Willi, erstmal sorry. Yes. Sorry, dass es so eskaliert ist, wirklich. Ich hab keinen Plan. Guck mal, wenn du jetzt in meinen Chat die Leute ultra mad reinschreiben, ne? Ja, ja. Dann steht das einfach da. Also ja, ich hab keine Ahnung. Du hast keine Savvy. Stimmt. Oh. Digga. Dann hab ich diesen Emote gerade so gesehen. Ist halt ein roter Smarty. Ja, und der guckt ein bisschen böse. Digga, die streamt seit 2-3 Jahren. Digga, ein roter Smarty. What the fuck? Ja, ja. Digga, die sind so in einer anderen Bubble einfach. Ich check's nicht. Wir schieben halt so mäßig, so Content-wise, behaupte ich jetzt mal, einen Crush auf die Lara mäßig. Content-wise. Und also hast du fake-technischen Crush. sure, content-wise. Ja, klar, klar. Der Internet entstanden, oder der Gag entstanden, weil wir uns das Ohm-Video angeschaut haben bei Travis. Und da war ich zu sehen. War der Feind zu sehen. Und dann hat mir der, Chat erklärt, dass das sehr krasse Konkurrenz ist. Und dann Digga, Willi fickt safe so ultra viel, ne? Digga, guckt ihn euch an. Der macht so auf lieb. Aber wenn das Schlafzimmerlicht aus ist, Freunde, dann wird's richtig dreckig, glaube ich. Haben die halt alle gesagt, dass ich halt ein Vollloser bin und du halt ein verfickter Macher bist. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, Digga, nein. Oh nein, nicht Willi. Und dann ist dieses... Der Feind. Ja, genau, du bist der Feind. Okay, okay. Ja, dann, manchmal ist es so, gibt's nicht so ein Sprichwort, dein Feind ist dein bester Freund? Willi! Nein, Bruder, das ist nicht der Spruch, Bro. Das ist nicht der Spruch. Close, aber das ist er nicht. Oh mein fucking Gott. Willi schickt mir auf Instagram ein Video, also Handyaufnahme, Bildschirmaufnahme, wie er bei die Lara so ein bisschen weiter runter scrollt auf alte Fotos und da fleißig Doppelklicks drauf. Oh mein Gott, Digga. Willi! Und dazu schreibt er gute Nacht, Zwinkersmiley. Oh, dieser Wichser. Oh mein Gott. Es ist der Feind. You look lonely. Willi. Willi! Was mich am meisten ist. Dieser Wichser. Bruder, wie er da am Lachen ist. Junge, guckt ihn euch an. Ey, Mann, Alter. Mit seinen Colgate-Zähnen da, Alter. Willi! Scheiße. Was mich am meisten abgefuckt hat, ist eben Willi, dass er hier die Grenze überschreitet, aber er dennoch so authentisch und freundlich währenddessen ist. Weiß einer, ob Willi auf der Gamescom ist? Wenn der auf der Gamescom ist, ich werde ihn finden. Neues Tanzverbot und Orange-Video dann. Ja, nur das, nee, kann ich nicht sagen. Ansonsten gibt's eine Abmahnung. Gerade ist momentan echt mein Briefkasten so, ich würde sie wahrscheinlich nicht sehen. Und dann würde es nochmal mehr Stress geben. Dann wird alles geleakt, gedoxt werde ich dann. Nee, Digga, wirklich nicht. Oh mein Gott. Sie lacht einfach! Willi, du bist ausgelacht! Sowieso keine Bedrohung. Weg hier. Oh shit! Keine Bedrohung. Keine Bedrohung. Willi kriegt den ersten Korb seines Lebens. Oh mein Gott. Digga, ich frag mich, ob die wirklich daten. Bro, what the fuck? I don't know, man. Das wäre so strange. Also wenn das der Fall ist, dann haben sich da wirklich aber zwei Psychopathen getroffen. Gott, wenn ich das schon sehe. Im Titel steht einfach sogar die Lara Reaction by Amar. Stegi ist mad. Digga, guck mal. Selbst Amar ist inzwischen mit drinne. Versteht ihr, wie over das Thema ist? Bro, Amar, der Typ guckt nur Fortnite-Turniere, Bro. GLP war anscheinend mit involviert. Bruder, also Freunde, versteht mich wirklich nicht falsch, aber WTF. Guck hier, lach. Was ist los, Stegi? Komm, lächel doch mal in die Kamera. Der Wichser. Guck mal, Stegi.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Okay. Agu war auch mit dabei. Kreisklasse raus und lässt sie in der Champions League jetzt mitspielen. Oder halt nicht. Nein, Bro, mach was du willst. Ich guck doch nur ein Video. Ich möchte doch nur erfahren, welche Neues. Würde Amar sagen, dass er jetzt Champions League ist? Auf Twitch ist, Bro. Mach dein Ding. Und ganz viel Erfolg. Sie möchte in 7 Jahren die Glatze, Junge. Und Kinder bekommen. Bis dahin hast du viel Zeit, Bro. Oh, Digga, Amar. In den Chat für Stegi. Okay. Big Boy. Dankeschön für die 10 Gifte, Bro. Na klar. Vielen Dank. Hey, na klar. Und ganz viel Erfolg mit Dilara. Ja, na ganz, klar. Ganz, ganz viel Erfolg. Gute Bestechung. Oh. Ich sag dir ehrlich, du weißt, welche Leute du bestechen musst. Ja, ich schau, ich hab gesagt, wenn es eine gibt. Die Chef Strobel war auch. Bro, ey, Jungs, also dann ist ja, ey, jetzt ist es durch. Das Ding ist durch. Das Ding ist, jetzt ist es wirklich durch. Daten würde, so für einen Influencer, dann wäre es Dilara, Bruder. Was? What? Digga. Warte, was hat er gesagt? Weiß, welche Leute du bestechen musst. Ja, ich schau, ich hab gesagt, wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann hab ich auch gedacht, wer ist Dilara, Bruder. Was? Finde ich passt aber zu Chef Strobel, muss ich sagen. Ich finde, also jetzt da gerade in diesem Screen da jetzt nicht mit seiner Gamer-Brille, aber in Real Life Chef Strobel sieht schon hot aus. Muss man schon sagen, der ist schon hot. What? Digga, was? Bin reich. Wer ist das? Oh. Wer ist das? Oh. Chef Strobel. 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 Oh. Julian Bam? Das Ding ist so tot. Holy shit. Ey, jetzt habe ich alles gesehen. Also jetzt habe ich alles gesehen. No fucking way. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, okay. Jetzt ist es okay. Sie wird mich nicht mehr kennen. Digga, es ist perfekt Julian Bam, der hat eine Tanzschule gehabt. Oder sie hat einfach jetzt schon jemanden, der 325 Subs gegiftet hat. Digga, what the fuck? Ich spiele mit Basti um Subs seit 6 Jahren. Und ich bin jetzt irgendwie bei... Sie hat jemanden, der 1000? What the fuck? Gehabt, der tanzt. Stehst, der ist Alter. Macher, ja. Der ist verfickter Millionär. Das ist der coolste Typ der Welt. Der kann alles so singen. Digga, fuck. Ich war bei Dilara hier im Stream. Hab reingesubbt, dann ging der Chat unnormal ab. Breitenberg, wie ist das? Dann hieß es. Ah, Breitenberg, komm her! Du bist doch eine Gefahr, komm her! Ja, komm her! Komm, Domplatte! Dann komm doch hier, Gamescom! Es ist doch nicht mehr lange! Dann komm doch her! Haben vereinbart 1 gegen 1. Oh nein! Ich glaub. Nein, es war ein Gag. Ich hätte einfach die Lache als Hintergrund auf dem Handy, frech. Okay. Oh mein Gott. Ja, halt's Maul. Ein wichtiger Junge. Ich glaub auch, Digga. Wichtiger. Aber ich hatte damals als Kind auch Träume, wie gesagt, ne? Ach. Wer ist dein Celebrity? Digga, wichtiger sieht no joke richtig gut aus. Sagt, ne? Er ist auf jeden Fall ein Bré, aber er sieht fresh aus, Bro. Junge, holy shit, guck dich die Jawline an. Das ist einfach wichtiger, Junge. What the fuck, Digga. Halb Mensch, halb Jawline. Madison Beer, boah, Madison Beer ist auch. Dilara! Stegi, sorry! Sorry, Stegi! What the fuck? Sorry! Oh, es war ein Joke! Nein! Oh mein Gott! Das ist krass, oder? Du darfst nicht vergessen, der ist doch ein Schmerz, ne? Ich hab vorher sein Face Reveal angeguckt. Ich hab ihn süß genannt. Oh mein Gott, der wird heute Nacht nicht schlafen. Klipski, danke für die 5, Bruder. Ah, ich hab so süß, also so cute-mäßig. Ja, ja. Weißt du? Das erfreut sich ja trotzdem, weißt du? So, reicht doch wieder damit. Oh ja. Cam. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, es ist der schönste Tag meines Lebens. Dilara wird zu Stegi, Bro. Ihre Cam ist ausgegangen. Es war ich gerade. Ich hab mich kennengelernt. Die weibliche Version von mir. Ich hab sie gefunden. Wait, warum, hä? Nein, das, was sie sagt. Was sagt sie? Das erfreut sich ja trotzdem, weißt du? So, reicht doch wieder damit. Cam, oh mein Gott! Ach so, wegen diesem oh mein Gott oder was? Oh nein, die hängen so viel rum, dass die schon so miteinander reden. Oh Mann, das ist so, wenn man so, man fängt so an, so ein Girl zu daten und man ist so 2 Monate in der Beziehung, auf einmal droppt die so Insider von einem, wisst ihr? So, was man so mit seinen Homies immer sagt. Oh, das ist Marsha, no joke, Marsha ist Mini-Me geworden, einfach von mir. Oh Mann. Oh mein Gott! Oh, es ist der schönste Tag meines Lebens. Es war ich gerade. No. Ich hab mich kennengelernt. Die weibliche Version von mir, ich hab sie gefunden. Wirklich, sie ist ich.
Er hat sich geklont. Du selbstverliebter, komplett. Hup, hup. So, ist komplett. Das schon mal sexy. Oh mein Gott! Das ist sexy. What the fuck? Ich kann es nicht hören. Oh mein Gott. Verdammt gut. Ich glaube, das hatte ich sogar mit Chat. Das ist sexy. Oh, wie angegeilt er das sagt, Bruder. Das ist weggeschnitten, ne? Aus dem Kontext. Egal, das ist trotzdem ein super Clip. Wo ist der ganze Clip? Wo ist der ganze Clip? Nee, das war sogar. Das war der Kontext. War das der Kontext? Oh mein Gott. Ich habe einfach nur meinen Chat ermahnt, weil jemand gesagt hat, wieso sagst du die ganze Zeit cool? Und dann schreibt er dazu, hier, ein paar andere Wörter. Und dann schreibt er sowas wie, das ist ein Augenschmaus, es ist ein Hingucker, es ist cringe, sexy. Cringe. So, wo ich so denke, ja, okay, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sie gerade richtig geweint ist. Wahrscheinlich war das so, ja, sure. Ich finde deine Bilder schon hart sexy. Also, holy shit. Also, jetzt wo ich das so sehe, es dürfte allerdings auch geholfen haben. Oh nein, ist das Ingame? Ist das, oder mein MMO-Beitrag? Oh mein Gott, Digga, die waren wieder froh. Ey, wieder einen Monat Miete bezahlt. Es ist wieder irgendwas passiert im Streaming-Bereich. Holy shit, kein Schwanz spielt mehr MMOs. Keiner liest Gaming-Zeitschriften. Heilige Scheiße. Dass Streamer wie Papa Platte oder Stegi auf sie aufmerksam geworden sind. Stegi insbesondere. Das EarlyGame.de hieß die Seite. Bruder, noch nie gehört. Sondere scheint einen leichten... Digga, das ist doch einer von euch, oder? Das ist doch einer von euch! What the fuck? Das sieht halt so voll seriös aus. Klar, ist nicht so seriös geschrieben. Und dann das! Es ist wieder Zeit, oder? Es ist wieder Zeit, fast Zeit halt, schlafen zu wieder um die 5. Nee, hä? Warum lachst du? Mhm, einfach so. Ich höre. Einfach ein bisschen lachen. Weil die Müdigkeit kickt ein bisschen. Okay, ich verstehe schon. Draußen wird schon wieder hell. Ich finde, es ist fast Zeit. Ne, aber so hell ist es gar nicht. Also so hell wird es auch gar nicht. Oh. Okay, es ist... Also, ich mach's jetzt noch einmal an. Oh nein, ihr seid alle Subs. Oh mein Gott, ihr seid alle Subs. What the fuck? Oh mein fucking Gott. Gute oh Nacht Gott. Zu sagen. Ihr habt Öl ins Feuer gekippt, Chat. Und dann lag ich auf. Oh. Ich gehe nie wieder 3 Wochen weg, okay? Ich werde euch nie wieder so lange verlassen, ist okay. Oh. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt langsam schlafen. Aber warum jetzt schon? Weil es ist 5.30 Uhr, Stegi. Aber Freitag auf Samstag. Du streamst erst 5 Stunden. Also du hast heute echt einen Short-Stream nur gemacht. Digga, erst... Gestern habe ich Überstunden gemacht. Ja, aber dafür hast du heute bis 19 Uhr gepennt. Okay, das habe ich dir... Ich habe das, glaube ich... Stalling Masterclass ist so. Vorher auch im Stream gesagt, oder? Ja, eben, du wolltest nämlich gerade sagen, ich hab's dir im Vertrauen gesagt, dann ist dir aufgefallen. Ja, ich hab's im Stream erzählt. Dir kann man gar nichts erzählen. Er will sich auch zum Sellout zwingen. Ja, ja. No joke, no joke. Es würde mich nicht wundern, wenn wir nächsten Monat einen Combined Subathon von den beiden sehen. Wo die zusammen einen Combined Countdown laufen haben oder sowas und zusammen den machen, Junge. Und dann zusammen irgendwie 9 Monate online sind. Oh Gott, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ich das im VOD gesehen habe, willst du mich eigentlich verarschen? Warum schaust du dir das VOD an? Weil es mich interessiert hat. Ich habe was gebraucht zum Gucken und dein aktueller Stream war nicht so interessant wie das VOD. Stegi, man kann dir nichts erzählen. Meine Instagram-Nachrichten werden im Stream geleakt. Bruder, meine WhatsApp-Nachrichten werden auch im Stream, Bro. No, du dieser Mann. Oder... Ich sag dir was und das wird dann auch im Stream erzählt. Alles bei dem Mann wird zu Content verschnippelt einfach. Oh, ich wollte noch fragen, die Sache mit dem Nasenpiercing. Okay, wir gehen jetzt schlafen. Guck mal, wie er tried, sofort. Wieso das denn? Weil du so am Stallen bist, ich kann nicht mehr. Nein. Ich wette, sie wusste nicht, was Stallen ist, oder? Sie hat es gelernt durch Stegi. Sie hat es auf die harte Tour gelernt, was dieses Wort bedeutet. An der Stelle einfach oh, mal. Bruder. Oh mein Gott, Digga. Ihm geht's ja gar nicht gut. Alles erinnert mich an sie. Bro. So, das Video ist auch schon viel zu lang, weswegen jetzt nur noch 3 geile Clips kommen. Aber kenn ich nicht. Er checkt mein Instagram ab. Bro, du hast mit ihr das Bombenspiel gespielt? Ich dachte, das ist unser Game. Na ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Oh mein Gott. Er hat mir schon mal geschrieben. Bist der geilste MF. Alter. Ich schreibe ihm einfach eine Privatnachricht zurück. Was soll ich ihm schreiben? Digga, what the fuck? Schreiben die Lara. Hol dir die Lara. Hup, hup, die Lara. What the fuck?
Viel Glück mit die Lara. Ah gut, die alte Drecksau. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist. Das ist gemein. Hup, hup, die Lara. Oh, Mann. Ah gut, die alte Drecksau, Junge. Er hat's geschrieben. Er schreibt hup, hup, die Lara. Okay, wir gucken live zu, was er antwortet. Schau doch mal. Er hat's gesehen. Er schreibt Herzen. So eine, ich habe geschrieben, ich kläre den Kevin Part, der soll nicht so machen. Ja, weißt du, was du geschrieben, mir gerade auf Instagram geschrieben hast? Er hat einfach geschrieben, hup, hup, die Lara. Oh mein Gott. Aber er hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Aber das ist. Aber er hat geschrieben, Kevin wird vom Glauben abfallen, wenn er wiederkommt. Bro, Alter, das ist das dumm. Film. Oh mein Gott. Chiago. Hup, hup. Ist das ein typisches Vater-Mutter-Kind? Bei mir hat auch jeder reingeschrieben, wichtiger wird danach adoptiert. Yeah, oh mein Gott. Bro, hat sie nicht sogar, das habe ich auch irgendwo gesehen, hat sie nicht sogar eine Minecraft-Challenge mit Basti und so gezockt? Nee, okay, da habe ich es geträumt. Ich würde es lieber weird finden, wenn man Crush auf die Mutter hat. Lass Monopoly? Also irgendwas habe ich gesehen, wo die da irgendwas zusammen alle gemacht haben. Monopoly, okay, das kann auch sein. Guck mal anfangen. 3, 2, 3, 2. Film. Nee, Retalk, was geht bei euch jetzt? Also, was macht ihr jetzt? Ich bin noch da, falls ihr irgendwas macht. Ich glaube, das habe ich gesehen. Ich sowieso nicht. Ich wäre, glaube ich, gleich weg. Hm. Warum das denn, Stegi? No. Hup, hup. Oh mein Gott. Geh zurück. Warum? Das hier? Digga wird danach adoptiert. Oh mein Gott. Hä, ich würde es lieber weird finden, wenn man Crush auf die Mutter hat. Lass uns mal anfangen. 3, 2, 3, 2, 1, los. Meint ihr das? Nee, Retalk, was geht bei euch jetzt? Also, was macht ihr jetzt? Ich bin noch da, falls ihr irgendwas macht. Ich hab keinen Content. Ja, klar. Bro, no joke, es hat sich wirklich viel verändert in den 3 Wochen, wo ich weg war. Bei Hugo hat sich actually gar nichts getan. Wenigstens eine Konstante im Leben, wow. Ich wäre, glaube ich, gleich weg. Ja, ich weiß, ihr streamt gerade nicht und so. Ey, gute Besserung, Broski. Aber, you know, ich weiß, ich habe mit ihm schon geschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga! Leider folgt uns schon das Staffelende. Och, und es hat mit einem AI-Song begonnen. Nein. Give up forever, it's all cheer. Ja! Das war cool! Das war ich! Das hört sich null nach Stegi an. Alter! Ab! Geil! Alter Chat, wir! Ich war nicht mal da, aber 2,5k Viewer. Let's go! Strong, easy! Aber klingt actually gut. Lass das nachsehen. Lass das nachsingen. Oh, auf Gott. Gar keinen oh, Fall. Gott. Auf oh, Gott. Gar keinen oh, Fall. Gott. Auf gar keinen Fall. Oh, nichts, keine Faser meines Körpers sagt mir, du, ich glaube, das hast du, das kannst du ansatzweise selbst so schaffen. Nicht! Oder diese Story zwischen den beiden, das hat so ein bisschen was so, wie so Leute, die sich so früher über so MSN kennengelernt haben oder so über so Knuddels oder sowas, ich weiß nicht, Mann. So online-mäßig. Alles an mir sagt mir, raus da! Ich überrede ihn, Leute. Ich überrede ihn. Ich versuch's. Digga, aber der Part ist krank, oder? Jetzt ernsthaft, wenn dieser Engel. Digga, Olle Dustin war auch im Chat. So reingeflogen kommt und du das hörst und dieses dicker Scheiße. Olle Dustin. Heilige Scheiße. Das ist Disney-Prinzessin. Verfickte Disney-Prinzessin. Es ist so, ja. Natürlich werde ich rot. Ich wurde gerade Disney-Prinzessin genannt. Das jetzt war ein krasses Lied. Das Lied war überkrass, oder? Überkrass. Sehr, sehr geil. Was ist das für ein Dustin-Emo-Bro? Wer ist er? Oh mein Gott, Digga. Wir machen das so, wir singen das zusammen. Es war das krasseste Face Revealed ever. Was genau? Wir machen einfach ein Konzert mit allen unseren Songs. Nun folgten fast 10 Minuten Gaslighting und Überreden von Dilara, um Stegi dazu zu bringen, den Song zu singen. Ich hab so eine gute Idee. Oh, guck mal, wie sie macht. Sie macht so, sie verstellt so Stimme. Oh, boy. Oh nein, was kommt jetzt? Ja? Nein, du musst natürlich nicht. Aber es würde mich natürlich sehr glücklich machen.
Welche? Ich bin gespannt. Nein, oder? Ich meine, ich kann das eigentlich gar nicht von dir verlangen. Oh, Bruder, wie sie macht. Oh mein Gott, sie hat von ihm... Bro, sie schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen, Bro. Holy shit. Alter, großes Kino. Glaube ich. Oh mein Gott, ja, was großes Kino. Es würde mich sehr, sehr glücklich machen, glaube ich. Ich glaube, das wird einmal... Weißt du, heute weiß ich, der Tag... Ich weiß nicht, ob ich onstream mit dir darüber reden kann, aber... Ich brauche das einfach. Ich glaube, es würde mich sehr, sehr glücklich machen, wenn wir zusammen dieses AI-Cover singen. Und dann haben wir so unseren eigenen Song. Digga, rechts oben einfach, da rasselt mal ganz entspannt die 100 Tier 1 Subs rein. Auch noch ganz, ganz gemütlich. Würde dich das nicht glücklich machen? Doch, voll. Jetzt, wo du es sagst. Oder? Und hast du nicht gesagt, deine Mom mag den Content? Sie findet das Lied bestimmt auch super. Die hat gerade geschrieben, Enterbung, wenn der Song kommt. Was jetzt? Nein, niemals. Ach Gott. Aber ich verstehe das schon. Wenn du das nicht machen willst. Bitte sag mir, dass du das nicht gemacht. Für dich. Ja, sag's ruhig. Oh, sag's. Gott. Für mich, dann verstehe ich so das. Krass, das ne? ist nicht so schlimm. Das passt schon. Das passt, glaube ich. Nee, ich will das schon für dich machen. Ich habe heute... Ach, Mann, Digga, wie angegeilt er dieses... Ich würde es schon für dich machen, Mann, Junge, Stegi, Alter. Passt schon. Das passt, glaube ich. Nee, ich will das schon für dich machen. Für dich machen. Digga, dieses... Bro, du Wichser. Du Wichser. Ich habe heute schon einen anderen Auftritt, musikalischen. Ich muss im Krankenhaus muss ich singen für die momentan Verletzten. Ja. Aber ein Song kostet ja auch Geld. Mm-mm. Okay, du hast recht. Oh nein, dann müssen wir gucken, ob dann Denergy gleich da ist und was wir so machen können. Haben wir gerade einfach geschafft, ihn zu gaslighten? Into a song? Haben wir gerade einfach geschafft, dass er singt? Der arme Mann. Dass er singt? Oh mein Gott, Chat. Der arme Mann, aber er hat's verdient. Oh mein Gott, wir haben's einfach geschafft. Und so wurde Stegi mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Und er bereitete sich vor zu singen. Chat, pass mal auf. Wir muten die Stelle. Oh, das habe ich irgendwie gesehen schon. Das habe ich irgendwo gesehen. Vielleicht war es auch ein TikTok oder so. Just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think that they'd understand. Und nach ein bisschen sehr nötiger Hilfe von Jones und Denergy war der Song auch schon ready. Ich bin so aufgeregt. Oh, da wurde nicht nur Waves Autotune draufgepackt, sondern auch noch von Antares. Da wurden so zwei Autotune-Programme übereinander gelegt, dass sich das einigermaßen okay anhört hier gleich. Okay, drei, zwei. Da wurde Vollgas gegeben, Junge. Drei, zwei, eins, los. And I give up forever to touch you. To touch you. I'd give up forever to touch you. Oh, man. Oh, wow. Oh. Drei, zwei, eins, los. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel somehow. Oh. You were the closest to heaven I'll ever be. Wow. And I don't want to go home right now. Yeah. And all I can taste is this moment. Bro, hier ist es überkrass, holy shit. I just don't wanna miss you tonight. Holy shit. And I don't want the world to see me. Cause Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass jede Frau bis zu einem gewissen Grad singen und zeichnen kann. Also so, klar, nicht alle Girls können perfekt das. Checkt ihr, was ich meine? Aber ultra viele können okay singen und okay zeichnen. Digga, wenn ich zeichne, ich zeichne wie der letzte Hurensohn. Wenn ich singe, haben wir ja schon gesehen, was da passiert. Ja, okay, außer Toni. Aber Toni denkt halt auch, dass eine Prise Salz irgendwie so 20 Esslöffel sind. And you can't fight the tears that ain't coming. Für zwei Grundstege. Oh, danke schön. Yeah, you bleed just to know you're alive.
don't want the world to see me. I just want you to know who I am. Übergut, aber oder? King, dass er... King, das er gemacht hat, muss man schon sagen. Bro, no joke, Stegi würde, glaube ich, alles machen für Content, Bro. Der Part ist auch richtig krass. So richtig nein, tief. Fun Fact, die Lara hat 3 Takes gebraucht, Stegi hat 4 Stunden gebraucht. Ja, aber Stegi hat auch gestallt auf 4 Stunden, damit er 4 Stunden free Content hat, you know? Oh mein Gott! Hey, ich fand, deiner war krass. Deiner war wirklich krass. Ey, nein, das kommt anscheinend in der Staffel 2. Das werden wir uns ja auch noch anscheinend angucken müssen. Oh mein Gott! Hey, ich fand, deiner war krass. Deiner war wirklich krass. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist so cool. Es ist so krass, Mann. So real, as fuck. Es ist so harmonisch, es ist so schön, ne? Oh mein Gott. Haben die sich an dem Zeitpunkt schon getroffen oder ist das alles pre-Gamescom? Finale. Das ist pre-Gamescom noch? Bruder, ich kann ja wirklich dieses Land nie wieder verlassen. Für so lange. What the fuck? Das ist Staffel. Obwohl, vielleicht ist es besser, weil sonst wäre alles voll gewesen mit, guck mal bei Stegi rein, da passiert gerade hier irgendwas einfügen, was bei Stegi gerade passiert. Und darauf hätte ich gar keinen Bock gehabt. Das war, glaube ich, bis jetzt der absolut beste Stream, den wir jemals hatten, ne? Das ist so, ich glaube auch, ja. Also, das war wirklich Finale. Staffelfinale. Ja, der Mann hatte kein Leben, what the fuck. Das andere mache ich, während ich Stream oder VOD schaue. Naja, das wird sich so schnell nicht ändern, weil jetzt wird Staffel 2 angefangen. Yeah! Die Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Okay, ich hasse Previews, wir gucken uns keine Preview an. Okay, das war Staffel 1. Wann kommt Staffel 2 raus? Doch, schau. Yeah! Am Wochenende, okay. Hält mich wieder wach. Durch die Stadt bis zu ihr. Die Lehrer ruft mich an bei Discord. Oh! Okay. Bro, what the fuck? Okay, und ihr sagt, das ist der Anfang erst. Was zum Fick?